Die 12 zum Gruß, liebe Leute, es geht weiter mit Memoria und wir sind hier in der Drachenhalle oder wo sind wir hier? Geht's hier zur Drachenhalle oder sind wir hier? Wo gehen wir denn mal hin? Wir können dem Flusslauf jetzt folgen oder... Ja, geh da mal hoch. Okay, Drachenhalle nicht gut, dann muss ich wieder jetzt außen rum. Und nach unten an diesen... Ort. Ja, geh da mal hin. Wasserlauf entlang. Und wenn du jetzt hier nochmal den Wasserlauf entlang gehst, was war dann? Erstmal angucken hier. Ja. Wo geht sie denn hin? Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Ach Raum. Ach so. Dem Flusslauf folgen. Ich mach das mal. Dann komme ich hier aber wieder raus. Ach so. Gibt es hier denn noch mehr? Sind wir mit denen eigentlich fertig gewesen vom Gespräch her? Dann können wir den Tisch nochmal angucken. 7 Runen sind darauf eingraviert. Ist das die gorische Wüste? Ja. In der Mitte liegt die Festung des Feindes. Horden von Dämonen werden aus den Portalen strömen. Unser Angriff erfolgt von hier. Sie planen den Angriff. Neben dem Admiral sitzt ein geweihter Hesindes. Was hat die Göttin der Wissenschaft mit einer blutrünstigen Schlacht zu tun? Er kommandiert die fliegende Festung. Gibt's denn hier noch irgendwas, was wichtig ist oder so? Vielleicht guck dir mal das Siegel hier an. Das hatten wir auch noch nicht. Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Das sieht aus wie... Das ist ein Abbild der Maske. Ah. Aber was tut es hier in Draconia? In diesen Hallen ruht vieles, was man nicht erwarten sollte, meine Dame. Draconia lebt geradezu von dieser geheimnisvollen Aura. Also kennen die sich hier schon so ein bisschen damit aus? Kann ich denn hier irgendwas machen? Ich darf jetzt nicht... Okay. Die Hallen sind erfüllt vom Knistern der Laternen. Das ist kein normales Feuer. Es ändert immer wieder seine Gestalt. Ja, die flackert hier besonders irgendwie. Mehr als die anderen, finde ich. Etwas ist anders an dieser Lampe. Die Flamme klingt anders als die anderen. Es ist fast, als würde sie singen. Was kann ich denn hier wohl mal machen? Darauf reagiert das Feuer nicht. Reagiert das Feuer auf was anderes? Darauf reagiert das Feuer nicht. Verbannt ja wohl auch nicht. Aber ich werde wohl noch etwas in die Hände bekommen, worauf das Feuer reagiert. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, hier geht's wieder da lang. Da oben komme ich eh nicht weiter. Gut, dann gehe ich mal hier wieder raus und werde wohl woanders hin müssen. Ich nehme ja eigentlich an, ich muss noch mal aufs Dach irgendwie, weil wir da noch gar nichts erledigt haben, aber unser Stab ist halt auch noch hier und ich denke schon, dass wir den auch mal wieder erlangen sollten. Solange der Erzadept hier aber immer noch sitzt, weiß ich natürlich nicht wie. Ich kann inzwischen auch ohne fliegen. Straßenhändler verbrückt. Nichts, was wir nicht eigentlich schon hatten. Keine Zeit für sinnlose Erholung. Er ist heiß. Ich frage mich, können wir den vielleicht irgendwie heiß machen hier den rum? Das wird niemals. Irgendwie werden die Dinge ja hier noch in Gebrauch sein. Ich weiß nicht. Also zu irgendwas wird es noch Nutze sein, aber vielleicht nicht gerade in diesem Moment. Das Dach ist halt für mich noch so dieser Ort, wo
Ja, ich mich frage, was wir hier noch machen können. Nach draußen, fliegende Festung. Noch nicht. Erst muss ich herausfinden, was Kasim vorhat. Ja, Kasim ist ja hier. Von daher, Es ist schön, wie das wächst. So viel frisches Gemüse. Nicht einmal. Sie kümmert sich um die Pflanzen. Wer ist dieses Mädchen? Und was flüstert sie Kasim zu? Ich weiß es nicht. Solange die hier aber sitzt, die holt ja immer die andere. Ich geh mal auf die andere Seite. Ich glaube, das war besser. Wie kam ich denn da nochmal hin? Ich kam doch auch einmal von der anderen Seite. Das war aber nicht von hier. Das war, glaube ich... Wie habe ich das nochmal gemacht? Hier auf jeden Fall auch nicht, ne? Ja. Wie habe ich das nochmal gemacht? Und immer ist er da, egal wo ich bin. Linkes Fenster, rechtes Fenster, Wasserlauf. Wie bin ich denn nochmal... Ach ja, vom Observatorium, genau. Vom Observatorium und dann die Treppe hoch. Apropos, können wir ja hier sowieso noch was machen. Nach draußen, in die Drachenhalle. Sind wir von hier auch schon mal in die Drachenhalle gegangen? Hier geht's wieder nach draußen. Gehen wir mal erstmal aufs Dach. Jetzt bin ich nämlich auf der anderen Seite. Das lief, glaube ich, besser als anders herum. So viel nicht ein... Auf der Spitze des Turmes sitzt Kasim in einem Loch. Damit hat er noch genug Raum für einen noch tieferen Sturz. Können wir da irgendwas reinwerfen? Damit komme ich auch... Kann ich sie vielleicht ablenken? Nee. Es ist schön, wie weit kann ich denn hier vorgehen, ohne dass sie was merkt? Oh, da bist du ja wieder. Sag's es! Okay, bis dahin. Mhm. Ja, das war aber schon mal nicht schlecht. Denke ich mir. Mal abgesehen davon frage ich mich auch, was es hiermit noch auf sich hat. Vielleicht können wir die ja irgendwie damit auch noch ablenken. Mach mal hier Hotspot. Oh, es gibt hier eine Menge von diesen Kugeln. Haben diese Draußens hier nach draußen eine andere Bedeutung oder gehen alle hier? Nee, die gehen alle da. Das ist alles dieselbe Seite. Okay, ich muss sie nach den Sphären ausrichten. Eigentlich logisch. So, die drehen wir jetzt alle mal irgendwo hin. Aha. Und wenn man die alle auf eine große richtet, das wäre doch mal was. Die Hörner lassen sich... Hat ja nicht so viel gebracht. Die müssten halt, und vielleicht hier auch in der Mitte, der wäre auch gut, in die Mitte mal. Oh. Was ist das? Es klingt wie ein Flüstern. Oh. Ein Flüstern? Was mache ich denn da am besten? Oder kannst du hier irgendwie was hören jetzt? Muss mir das mal merken. Der ist auf den Linken gerichtet, der dahin und der dahin. Mhm. Vielleicht muss man das noch genauer ausrichten, damit man richtig was verstehen kann.
Ich dreh den mal weg. Also das Flüstern hört nicht auf, immerhin. Was sind das für sowas, habe ich... Sie scheinen... Jetzt bin ich ja mal gespannt hier mit den Sphären. Den vielleicht auch auf die Mitte sonst mal. Und den dann auch noch mal. Hatten wir auch noch nicht. Was sind das für Laute? Sowas habe ich noch... Es flüstert, aber ich frage mich, ob man es noch überhaupt genauer hinkriegt oder ob ich jetzt irgendwo hin soll. Ich glaube, sie kann bestimmt noch mehr verstehen, wenn man es richtig macht. Ja. Das Flüstern wird lauter. Das ist gut. Das ist gut. Du musst den Garten finden. Im Garten ist der Name. Und ohne den Namen ist die Maske wertlos. Ich weiß, aber wo soll ich anfangen? Niemand hier weiß, wo er liegt. Geschweige denn, dass es ihn überhaupt gibt. Es gibt ihn. Aber um ihn zu finden, brauchst du die Maske. Ich bin so kurz davor. Während sich die mächtigsten Männer Avestans in der gorischen Wüste die Köpfe einschlagen, werde ich das Reich meiner Väter wiedererwecken. Und es wird niemanden mehr geben, der sich dem in den Weg stellen wird. Ist es der gleiche Garten, von dem der Stab sprach? Was hat Kasim vor? Das ist ja mal cool, dass ich das hier jetzt so schnell hingekriegt habe. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass wir hier jetzt sozusagen lauschen können, was woanders abgeht. Oh. Jetzt ist das Mädel auch weg, wo wir das gemacht haben. Praktisch. Aber die Frage ist, wenn sie hier noch sitzt, ob das uns wirklich was bringt? So viel frisches Gemüse. Nicht einmal im... Auf der Spitze des... Damit hat er noch... Tja, was hat mir das jetzt gebracht? Von der anderen Seite jetzt kommen, wo das Mädchen weg ist? Ich weiß nicht. Geh doch einfach mal. Geh doch mal. Dreht sie sich dann noch um? Ja. Oh, da bist du ja wieder. Erwischt. Sag es. Okay. Erwischt. Was kann ich denn dann jetzt mal machen? Niemals. Ich bin müde. Das muss... Gut, dass unser Luftgeist uns sonst wohin immer hier transportiert. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir zuerst den Stab wieder kriegen sollen oder wie oder was. Ich gehe jetzt mal von hier wieder aufs Dach. Bin ich von der anderen Seite da, weil das Mädchen ist ja nicht mehr da. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Sie kümmert sich um die Pflanzen. Wie könnte man die denn mal loswerden? Aber gut. Ich meine, sie hat, es sitzt hier auch an einem Beet, was ganz anders aussieht als die anderen. Wie Erdbeeren sieht das aus. Ich frage mich halt, ob da jetzt was verborgen ist oder was weiß ich. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht, ob es überhaupt was bringt, zum Loch zu gehen und mit Kasim jetzt zu reden, weil wir haben ihn ja gerade belauscht. Was steht denn eigentlich in unserem Tagebuch, sag ich jetzt mal, bringt die Pläne des Prinzen Erfahrung und erstattet dem Admiral Bericht. Ja, aber reicht das denn an Informationen, dass ich jetzt nach unten gehe? Also, na gut, versuchen wir das mal. Hallo, Herr Admiral. Ich habe Bericht zu erstatten. Ah, Plan des Prinzen, okay. Ich habe den Prinzen belauscht. Er sucht irgendeinen Garten. Damit will er nach der Schlacht die Herrschaft an sich reißen. Doch nicht etwa den Garten des Vergessens. Ihr wisst etwas darüber? Nun ja, es ist nur eine Legende, aber... Es heißt, irgendwo im Rashtulswall nahe des Vulkans Rashtul-Kanscharot läge eine versteckte Höhle. Die Höhle trägt den Namen der Garten des Vergessens. Da alles, was darin geschieht, von der Zeit selbst vergessen werde. Was auch immer das bedeutet.
Erwähnt die Legende auch eine Maske? Ja, da war irgendwas. Ich müsste das jedoch nachschlagen, um sicher zu sein. Das klingt nicht nach etwas, womit ich mich beschäftigen muss. Wenn Kasims Aufmerksamkeit wirklich auf einer Höhle im Raschtunswall liegt und nicht auf der Schlacht, dann ist er nicht mehr mein Problem. Wir können unseren Blick also getrost auf unser eigentliches Ziel richten. Der Garten des Vergessens? Hast du jemals davon gehört? Nein, noch nie. Aber die Geschichte wird von Seite zu Seite merkwürdiger. Ich mag mich irren, aber irgendetwas an diesem Garten fühlt sich falsch an. Ich kann nur noch nicht sagen, was. Lies weiter. Admiral Vahim schlug alle Warnungen in den Wind. Doch spürte ich die Gefahr, die von diesem Garten ausging. Das Mädchen dagegen hatte Blut geleckt. Ich glaube, sie hielt den Garten für etwas, was ihr beim Erreichen ihrer eigenen Ziele helfen könnte. Nur wusste sie noch nicht genau, wie. So, nehmt ihr mich nun mit oder nicht? Ich weiß nicht, was du denkst, Vahim. Aber ich mag sie. Abgemacht. Wir legen im Morgengrauen ab. Ruht euch bis dahin aus. Die Feldbetten in Kesh-al-Ri sind bei weitem nicht so bequem wie hier. Ihr kommt gerade zur rechten Zeit, Xerxes. Das Mädchen hat sich soeben unserem Heer angeschlossen, was sie in meinen Augen um einiges vernünftiger macht als euer ganzes Konzil zusammen. Na gut. Wenn ihr für sie bürgt und sie uns nicht alle ins Unheil stürzt, meinetwegen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Recht so. So, ich muss zurück auf die Festung. Auf eine glorreiche Schlacht, ihr zwei. Ich werde mich etwas in der Bibliothek umsehen. Das Gerede über diesen Garten des Vergessens hat mich neugierig gemacht. Aha, okay, der Garten des Vergessens. Also mein erster Gedanke überhaupt, dass da oben auf dem Dach ist, aber es ging doch um etwas mehr als nur ein bisschen Gemüse auf einem Dach, was angebaut wird. Der Garten des Vergessens. Da bin ich ja gespannt, was da noch so kommt. Ich soll mich hinlegen, aber ich habe ja jetzt die Möglichkeit, hier frei rumzulaufen. Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Ja, irre. Diese Halle ist echt so toll. Es ist gestalterisch so schön alles hier. Observatorium waren wir ja. Da ist die Ratshalle, dann gehen wir doch mal zur Haupthalle. Ja, das ging nämlich vorher nicht. So, was haben wir hier? Erzlabor. Das wird da sein, wo unser Stab liegt. Da ist ja auch dieser Erzadept. Aufs Gästezimmer. Fragezeichen, Fragezeichen. Gehen wir doch mal hin zum Fragezeichen. Ach, das ist ja auch schön. Ach, ich kann mich nicht satt sehen. So viel Fantasie. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Ein unterirdischer See. Hey! Hey! Ein weiteres Drachenbauwerk? Diese Hallen kennen kein Ende. Ja, aber toll, finde ich das. Ist alles so groß. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Es kommt nur wenig Licht hindurch. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Gut, das aber mitnehmen kann ich, glaube ich, nicht, oder doch? Das wird niemals gehen. Kannst du den irgendwie hier benutzen? Das bringt mich nicht. Vielleicht den Verband? Das führt dort. Dann gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Und will auch noch mal wissen, was da oben jetzt ist. Ist ja klar. Ui, ach, da hinten bin ich. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist sie denn?
Oh, die sieht schön aus. Sie ist eiskalt. Oh, die Bücher. Das ist ja cool. Alles voll magisch hier. Da geht's zur Lesestube. Und da auch. Okay. Hier, wenn man... Mir fällt gerade ein, unten war doch dieses Feuer, was reagiert. Vielleicht, wenn man was von dem Eis mitnimmt, reagiert das Feuer ja darauf. Aber wie denn? Geht das? Kann man das? Das Feuer reagiert doch auf irgendwas, aber wir hatten noch nicht das Richtige in der Hand. Das wird niemals gehen. Schade. Vielleicht was anderes? Besser nicht. Ich habe ja nur die drei Sachen. Ich sehe ja, kein... Okay. Probiert ist aber probiert. So, wir gehen zur Lesestube. Schreiten dorthin. Oh, jetzt sind wir hier vorne. Alles klar. Hallo. Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß, vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab? Diese alten Mogule wussten, wie man einem das Leben vermisst. Wie war sein Name nochmal? Er hieß Halef Ben Yalif. Ich frage mich, ob sie ihn jemals erwischt haben. Das ist ja wohl mal interessant, was wir jetzt hier gerade über unseren Stab erfahren. Was wisst ihr noch über Ben Yalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja, die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit. Und dass Satinav, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte, auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden. Und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Na, ob das aber so schwachsinnig ist, ich setze das Gespräch einfach mal im nächsten Part hier fort. Dann reden wir hier über die Kammern, Diener der Zeit und so weiter. Und ist super interessant, es wird immer spannender und ich glaube, es geht einigen von euch bestimmt auch so. Mir auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, was wir dann noch so alles erfahren.